Gute Ha, Böller, los! Ja Leute, heute geht es um den YouTuber Kaki und Bru, ich hatte damals schon mal was zu ihm gesagt und da hatte ich einfach mal null Ahnung von ihm, weil ich ihn so ausgesprochen hatte. Den YouTuber Kaki, YouTuber namens Kaki. Der Fakt ist Kaki, das ist Ian Kaki. Okay, also wir wissen schon mal, ich habe ihn damals Kegi genannt, obwohl er Kegi heißt und ja, das ist schon echt dumm. Also kann man einfach nur so sagen. Aber liebe Freunde, man muss auch mal kurz gestehen, dass ich ihn damals auch noch nicht so wirklich kannte und von daher sei es mir hoffentlich verziehen, dass ich ihn damals wirklich Kegi genannt hatte. So, aber bevor es losgeht, wollte ich nochmal ganz kurz anmerken, dass ich jetzt einen Patreon-Account habe, wo ihr mich monatlich unterstützen könnt. Es wäre auch mega lieb, wenn ihr dort mal vorbeischaut und danke schon mal an Stefan für die erste große Unterstützung dahingehend. Liebe geht raus und der Link dazu ist auch unten in der Beschreibung. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was gibt es denn eigentlich zu Kaki zu sagen? Naja, eigentlich gibt es da noch einiges zu sagen, worüber ich mich eigentlich nur aufregen könnte. Und das ist seine fucking Inaktivität. Ich denke mir halt so, Nebelnik ist schon extrem inaktiv. Knuspertoast ist extrem inaktiv. Und die machen alle beide gute Videos. Und dann reiht sich Kaki noch genau in diese Gruppe mit ein. Und das finde ich einfach nur hardcore belastend. Denn er ist für mich einer der wenigen, der sehr, sehr wenigen YouTuber, die tatsächlich mit extrem viel Aufwand, mit extrem viel Unterhaltung Videos produzieren. Und das auch mit einer extremen Leidenschaft, so wie ich das für mich empfinde. Damals hatte ich ja schon ein Video zu ihm gebracht, weil sich die Zuschauer das immer gewünscht hatten, dass ich unbedingt Kaki anspreche. Heute muss ich sagen, mache ich das ganz freiwillig, denn ich habe mich mittlerweile mit dem Kanal extrem befasst. Okay, mir fällt gerade auf, dass ich das Wort extrem viel zu oft sage. Ich versuche das jetzt demnächst zu vermeiden. So, wir schauen uns jetzt einfach mal den Kanal an und dann schauen wir mal, wie viele Videos Kaki jetzt innerhalb der letzten 12 Monate gemacht hat. Und da kommen wir gerade mal auf eine Zahl von 12. Wow! Herzlichen Glückwunsch dafür, das ist jeden Monat vielleicht ein Video und dabei macht er nicht mal jeden Monat ein Video. Also teilweise liegen da auch mal 3 Monate dazwischen, wo mal kein Video kam und das finde ich sehr, sehr schade. Also was sagt uns das? Kaki muss deutlich mehr Videos bringen und das müsst ihr ihn auch zu spüren bekommen in seinen Livestreams auf Twitter und überall. Ich persönlich fand damals den Humor irgendwie nicht ganz so krass, aber mittlerweile muss ich sagen, finde ich die Videos einfach nur stark. Man kann echt gut darüber ablachen und vor allem diese Arbeit, die da drin steckt, ich bewundere ihn einfach dafür und deshalb bekommt er trotzdem noch monatlich, obwohl er so selten Videos macht, um die 2 Millionen Aufrufe, was natürlich eine enorme Zahl ist. Aber da bin ich auch ehrlich, das hat er sich auch meines Erachtens nach extrem verdient. Denn egal, ob er jetzt vielleicht in einem Monat nur ein Video bringt, dieses Video beinhaltet so viel Arbeit, er steckt da auch so viel Kreativität mit rein. Und ja, das muss auch einfach anerkannt werden. Ich meine, habt ihr euch mal das neueste Video mit irgendwas mit Pferden? Ich habe keine Ahnung, was das ist, angeguckt, Junge. Das ganze Video ist einfach ein reinstes Meme. Das ist so lustig. Ohne Scheiß. Guckt euch das an. Der Link dazu ist auch unten in der Beschreibung. Wirklich, checkt das ab. Das ist eines seiner krassesten Videos meiner Meinung nach. Weil das teilweise so verstörend und nice ist. Also, gönnt euch einfach. Sonst raucht's. Ja, und man kann insgesamt sagen, was man will zu Kaki, aber er ist halt der Inbegriff von YouTuber. Er macht dann Videos, wenn er Bock hat, er macht vor allem echt kreative Videos und diese Videos sind halt wirklich auch eigenständige Werke, ohne dass er sich irgendwas bei irgendjemandem meistens abgeguckt hat. Finde ich eine mega coole Sache und ich muss natürlich auch sagen, dass Kaki so eine Art Vorbild für viele andere Comedy-YouTuber ist, denn diese Videos kann man sich auch im Nachhinein immer noch extrem gut angucken und ja, der Unterhaltungswert ist krass. Von daher finde ich ihn schon sehr, sehr stark und er ist einer der unterhaltsamsten Personen, die es hier momentan in YouTube Deutschland gibt, ist zumindest meine Meinung dazu. So, das soll es dazu auch schon zu dem YouTuber Kaki heute gewesen sein. Wenn ihr Bock habt, ihn mal anzuschauen, der Link dazu ist wirklich unten in der Beschreibung. Checkt ihn gerne ab und mich würde es auch noch riesig freuen, wenn ihr mich auf Patreon irgendwie unterstützen könntet. Ihr müsst das nicht, wirklich nur, wenn ihr etwas überhaupt, unterstützt mich dort gerne, würde mich extrem freuen. Da es jetzt auf YouTube mit dem CPM nicht wirklich so gut läuft, sage ich mal. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.